Hi, ich bin Olivia von Moritz TV und wir gehen heute mal auf die Straße, also die lange Straße, haha. Wir befragen heute Leute auf der Straße nach verschiedensten Sachen, über verschiedenste Sachen. Was zum Beispiel der schlechteste Anmachspruch ist, den sie kennen oder womit man sie beeindrucken kann oder ob sie an Aliens glauben. Seid gespannt. Der Dr. Gregor Gysi. Haben Sie sich schon immer etwas gebrochen? Gebrochen? Mhm. Knochen oder so? Ja, ich überlege gerade. Nö, eigentlich noch nicht. Nein. Ja? Was war das? Schlüsselbein? Oh. Nee, noch nie. Einen kleinen Zeh? Nein. mein Mittelhandknochen und ein Finger. Aua. Angebrochen, ja. Und was war das? Ein Finger an, ich glaube, dieser Hand. Au. Vielleicht war es auch diese Hand. Okay. Die andere Hand war geprellt, deswegen haben beide wehgetan. Oh. Links oder rechts? Links. Wohin? Oben. Die Mitte. Schwierig. Mitte. Mitte. Ja. Links. Rechts. Warte, rechts. Verdammt. Mitte. Links. Rechts. Links. Keine Ahnung, das ist eine scheiß Frage. Hattet ihr jetzt irgendeine Assoziation? Also irgendwie Hand oder Politik oder so? Ich dachte als erstes an die Hand. Ich dachte auch zuerst an die Hand und dann an die Politik. Und dann ja. Habe ich gedacht. Mit Politik. Einfach so? Ja. Okay. Politik? Leider mit einer Hand, aber ich hätte links sagen sollen. Alles gut. Ja, Politik, ne? Ja, okay. Nein, das ist ja alles gut. Also es ist ja nicht gesagt, wo man, es ist einfach nur links oder rechts, kann auch Richtung sein. Sing mal euer Lieblingslied. Ich sing nicht. Niemals. Nee, mir fällt mir gar nichts ein. Ich habe kein Lieblingslied. Oh. Ja. Ich kann das Lied singen, was ich gerade im Ohr habe. Ja. Ich gehe in Stöckel schon zu Karstadt. Ich kann nicht singen. Ach so. Ich passe. Near, far, wherever you are. Reicht es? Das war sehr schön. Danke. Du bist so talentiert. Was ist der Sinn des Lebens? Glücklich sein. Glück, Erfolg, Liebe, Familie. Ja, wenn ich das wüsste. 42. Ja, das ist so eine Anspielung auf den Film. Ja. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Glücklich sein. Der Sinn des Lebens ist glücklich sein, würde ich sagen. Das ist auch gut. Glaubst du an Aliens? Ja, aber wahrscheinlich sind es mehr so Amöbenviecher, die irgendwo im Mars unter einem Stein rumrobben und in Ruhe gelassen werden wollen. Okay. Nein? Ja. Nein. Nee. Ja. Nee. Wer nicht? Ja. Ich war bei Moritz TV, ich hab's gesehen. Okay. Katzen oder Hunde? Hunde. Katzen. Katzen. Meerschweinchen. Okay. Katzen. Hunde. Hunde. Abtreibung, ja oder nein? Oh Gott. Ich habe einen Sohn, also nein. Erlaubt oder? Ja. Aber mir jetzt nicht, aber generell schon. Ja. Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass Männer das entscheiden sollten. Das sehe ich auch so. Was ist der schlechteste Anmachspruch, den du kennst? Oh je. Oh, ich kenne ein paar gute. Mach du erstmal. Ich hätte schon belegt. Also, der tatsächlich passiert, ist... Hallo? Warst du schon mal hier? Ich kenne dich von irgendwoher. Alle anderen sind mir noch nie echt passiert. Oh je. Ich kenne auch bloß die Klassiker, ich habe meine Nummer verloren, kann ich deine haben, Nahschnitte schon belegt und sowas, irgendwie den anderen mit der Praline lasse ich jetzt, also es, ein paar kenne ich, aber ja. Ich glaube nicht, dass die funktionieren, oder? Also ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Okay, gut. Na dann das. Tat's weh, als du vom Himmel gefallen bist? Oh, ja. Der ist halt so schlecht. Nein. Okay, womit kann man euch beeindrucken? Mit guten Anmachsprüchen. Mit einem Backflip im Stand, aus dem Stand. Rückwärtssalto quasi? Das ist eine schwere Frage. Aber andere Menschen in ihrer Ausstrahlung, die können mich beeindrucken. Ja. Wenn man so Dinge macht, auf die man Lust hat und die eigentlich unnormal sind. Mit Menschen mit
coolen Talenten oder ausgefallenen Talenten beeindrucken mich. Mit einem guten Essen? Ja. Eloquenz. Mit großen, schönen, roten Haaren. Humor. Eigentlich ganz leicht, schon eine Tasse Kaffee reicht bei mir. Bei mir mit Humor. Regen oder Sonne? Sonne. 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 Sagt irgendwer was anderes. Sonne. Ja, Sonne. 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 Regen. Sonne. Sonne. Wobei Schnee, wenn ich mich korrigiere. Aber Schnee und Sonne gibt es ja auch zusammen, ne? Ja, gibt's auch zusammen, aber... Schön, hatten wir dieses Jahr nicht. Ja. Leider. So ein Kack. Winterurlaub und Skifahren oder Sommerurlaub und Strand? In der Reihenfolge. Also beides. Sommer. Immer Sommer. Und auch mit Strandurlaub? Ja. Sommer und Strand. Beides. Atomausstieg, ja oder nein? Ja. Ja. Ich eigentlich auch, ja. Ja. Kann man machen. Nein. Ja, Waffen oder so Anreicherung für Energie? Was sagst du dazu? Also, weil Waffen ist ja doof, ne? Dann haben die anderen ja Atomwaffen und wir nicht. Ist ja auch doof, oder? Ja, nee, also natürlich sind wir gegen Gewalt und Waffen. Genau. Aber auch gegen Waffengewalt. Ja. Berg oder Meer? Meer. Früher Berg, jetzt Meer. Auch beides schön. Meer. 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 Berge. Berg. Berg. Meer. Könnt ihr mir ein Buch aus der Bib empfehlen? Es gibt so ein großes, das ist irgendwie gefühlt einmal einen Meter groß, da geht es um den D-Day. Ach so. Ja, das ist ziemlich krass, es geht um den D-Day und es ist hammerdick und das ist auf Englisch, das ist richtig gut. Also ich habe nur mal reingeschaut, habe es mir immer mal vorgenommen, mir das durchzulesen, aber das ist krass. Also. Das klingt cool. Ich würde jetzt auch gerne so eine tiefgreifende Antwort geben. Kenne ich zu wenig, ich wohne zu kurz hier. Aus der Universitätsbibliothek? Ja, schon. Nee, da nicht. Aus der anderen Bibliothek, also aus der richtigen? Aus der schönen Bibliothek? Naja, aus der daheim? Schon, da gibt es nämlich Wikibücher und so. Die waren als Kind immer geil. Keine Ahnung, war noch nie in der Bib hier. Aber die Bib ist schön, geht da mal hin. Ja? Ja, die ist wirklich schön. Lohnt sich, ja? War ja, nur zum Lernen. Ja. Kommt drauf an, welches Themengebiet? Keine Ahnung. Irgendeins. Wer liest schon gern Lehrbücher? Keiner eigentlich, oder? Ja, das ist richtig. Also doch, doch, doch. Es gibt ganz tolle Bücher von Herrn Jahn aus der Politik, die kann ich immer empfehlen. In welcher Beziehung stehst du mit Herrn Jahn oder zu Herrn Jahn? Ich habe Hausarbeiten bei ihm geschrieben, ansonsten nichts weiter. Ach so, okay, gut. Habt ihr schon mal gekifft? Ja, habe ich. So semi? Nein. Nee, straight edge und so. Halte ich nichts von, wirklich nicht. Leute, macht sowas nicht, Drogen sind nicht gut. Ja, wirklich, das ist, ja. Haben Sie vielleicht noch eine Frage an uns? In wessen Auftrag machen Sie das denn hier? Sind das gibt das eine Dissertation oder? Wir sind das Studierendenfernsehen der Universität. Das Studierendenfernsehen der Universität. Also Greifswald. Universität. Wer seid ihr? Wir sind Moritz TV, das Studierendenfernsehen der Uni Greifswald. Und wir drehen gerade einfach eine Umfrage mit zufälligen Fragen, die wir uns einfach so ausgedacht haben. Ja. Cool. Wie viele Studenten sind denn hier? Oh, also eigentlich so um die 12.000. Aber so 10.000 ist, glaube ich, das ist ja eine gemütliche kleine Universität. Hast du aber gut geschätzt. So nicht? Warum lauft ihr hier rum? Oder wozu? Das ist cool. Schätzungsweise. Nö, danke. Habt ihr Hobbys? Ja, das hier. Okay. Ansonsten gehe ich gerne noch tanzen. Aber nicht so im Club. Aha. Was für ein Tanz? Contemporary. Stark. Ich kann nicht tanzen. Jeder kann tanzen. Ich möchte nicht tanzen. Okay. Wann? Wo? Beim Hochschulsport muss man sich anmelden. So. Wollen Sie mal wissen, wie alt ich bin? Wenn Sie das sagen wollen. Können Sie mal raten? Jetzt frage ich. Also ich würde sagen so Mitte, Ende 70? 96. Oha, wirklich? Ja, ja. Nicht schlecht. Wofür ist die Umfrage? Für das einfach so. Content schaffen quasi. Richtig. Okay, was beeindruckt dich dann? Oh Gott, weiß ich. Auch nicht, wenn Leute irgendwie das machen, worauf sie Bock haben und irgendwie damit andere Leute inspirieren.